Ich rufe auf Top 92, das ist der Antrag auf eine Aktuelle Stunde. Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Hessen fördert zielgenau den Waldumbau für einen klimarobusten Wald der Zukunft. Drucksache 20-5593. 5 Minuten ist die Redezeit je Fraktion. Und der erste Redner ist der Kollege Diefenbach für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn der Wald durch den Klimawandel solche Probleme hat wie momentan, dann ist Zeit ein knappes Gut, und man muss den richtigen Weg heute einschlagen und nicht erst morgen. Und wir machen das übrigens schon seit gestern, sprich seit 2019, mit wichtigen waldpolitischen Maßnahmen aus unserem Koalitionsvertrag. Die wichtigen Maßnahmen kennen Sie. Ich möchte Sie ganz kurz noch einmal ansprechen. Wir haben den kompletten Hessischen Staatswald FSC zertifiziert. Wir setzen prinzipiell keine Pestizide mehr ein. Zweitens. 10% des Staatswaldes sind Naturwald. Wir haben Prachtexemplare wie den Nationalpark Kellerwald-Edersee mit allein 1950 Hektar. Das ist gut für die Biodiversität. Und wir haben vor kurzem im Ausschuss besprochen den Schutz der Buchen, einer wichtigen Baumart hier in Hessen. Wir haben bis Oktober 2021 einen Einschlagstopp in geschlossenen Bereichen. Alles das sind Dinge, die den Klimaschutz voranbringen und den Wald selbst natürlich auch. Aber die Notwendigkeit, für den Wald zu handeln, haben sich nach Abschluss des Koalitionsvertrages verstärkt. Und deshalb haben wir viele zusätzliche Maßnahmen auf den Weg gebracht. Seit 2019 gibt es den 12-Punkte-Plan. Und wir haben als einen Teil dieses 12-Punkte-Plans im Dezember 2019 das Waldsymposium Baumarten im Hessischen Wald der Zukunft abgehalten, zusammen mit Hessenforst, Forscherinnen und Forschern und vielen Waldbesitzenden. Das Ergebnis ist vielfältig. Wir haben seit dem Frühjahr 2020 einen Erlass an Hessenforst herausgegeben, der sagt, wir brauchen im Staatswald stabile Mischwälder. Eine ganz wichtige Maßnahme dieses sehr umfangreichen Erlasses ist, dass wir 3 bis 5 Baumarten im stabilen Mischwald haben wollen, heimisch und nach Möglichkeit eben auch standortgerecht. Wir machen das alles mit Hessenforst im Staatswald. Und deshalb ist es richtig, dass wir bis 2025 220 neue Stellen bei Hessenforst auch ermöglichen. Wir haben jetzt eine ganz neue Entwicklung mit unserer neuen Extremwetterrichtlinie auf den Weg gebracht. Denn der Wald, das dürfte jedem klar sein, fragt ja nicht danach, wer sein Besitzer ist. Und er fragt nicht danach, ob er selbst Staatswald, Kommunalwald oder Privatwald ist. Deshalb müssen wir alle Waldbesitzer entsprechend fördern. Das tun wir mit dieser neuen Richtlinie. Das Hauptziel dieser Richtlinie ist einerseits Räumung, Möglichkeiten für die Verkehrssicherung schaffen, damit da die Waldbesitzer entsprechend unterstützt werden. Das andere sind Waldschutzmaßnahmen weiter voranbringen. Und der wichtigste Aspekt ist die Wiederbewaldung, und zwar die klimarobuste Wiederbewaldung, damit der Wald auch in Zukunft noch erhalten bleibt. Wie das funktioniert, kann sich jeder sehr anschaulich auf der Seite der Nordwestdeutschen Forschungs- und Versuchsanstalt anschauen. Wir haben 30 verschiedene klimaresistente Baumartenkombinationen, sogenannte Waldentwicklungsziele, auf den Weg gebracht, die sich die privaten und die kommunalen Waldbesitzer mit bis zu 90% Förderquote vom Land Hessen fördern lassen können. Hinter diesem Projekt steht eine breite Zusammenarbeit mit der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt und auch mit den hessischen Waldbesitzern, ein wirklich sehr breites Bündnis, das uns auch sehr wichtig ist, weil wir vom größeren bis zum kleinen Waldbesitzer alle fördern müssen. Und das Wichtigste bei alledem ist das, was in § 1 des Hessischen Waldgesetzes niedergeschrieben ist, nämlich der Erhalt des Waldes. Im Absatz 1 des § 1 des Hessischen Waldgesetzes steht, Zitat,
Ziel des Gesetzes ist es, den Wald als Lebens- und Wirtschaftsraum des Menschen, als Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen sowie wegen seiner Wirkung für den Klimaschutz zu schützen, zu erhalten. Zitat Ende. Aber wir müssen nicht nur den Wald schützen wegen seiner Wirkung für den Klimaschutz, sondern wir müssen ihn auch selbst vor dem Klimawandel schützen. Und das machen wir mit der neuen Richtlinie, die hilft, Wald klimaresilient wieder zu beforsten, wo er von der Klimakrise bisher bedroht war. Den Wald insgesamt fit zu machen, damit er mit dem Klimawandel umgehen kann, ist eine Generationenaufgabe, die wir mit all den beschriebenen Schritten verantwortungsvoll begonnen haben und auch beherzt weitergehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Diefenbach. Nächste Rednerin ist die Kollegin Knell für die Fraktion Die Freien Demokraten. Ja, ich hatte Sie schon aufgerufen, Frau Knell, aber vielleicht hat der Donner die Stimme übertönt. Bitte schön, Sie haben das Wort, Frau Kollegin Knell. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Landesregierung macht den Hessischen Wald zur Aktuellen Stunde bzw. die Grünen. Und angesichts der Situation in den Wäldern ist das auch absolut richtig. Als Anlass dient die aktualisierte Fassung der Extremwetterrichtlinie in Hessen. Und schon der Pressemitteilung der GRÜNEN zu dieser Aktuellen Stunde konnte man entnehmen, es geht im Wesentlichen um zwei Neuerungen der Extremwetterrichtlinie. Zum einen werden im Rahmen der Entnahme von Kalamitätsholz nun auch Kosten für die Verkehrssicherungspflichten gefördert. Bis zu 95% werden da gefördert. Der GAP-Rahmenplan hatte 80% vorgesehen. Das Land legt also 15% drauf. Das ist begrüßenswert. Besonders für die Kleinprivatwaldbesitzer war und ist das natürlich auch ein Problem gewesen, denn aufgrund der Kalamitäten mussten natürlich viele Bäume entfernt werden. Und wenn dann ein Baum an einer Straße steht, die gesperrt werden muss, oder schlimmstenfalls an einer Bahnschiene, dann ist man als Besitzer dafür verantwortlich. Und das kann richtig, richtig teuer werden. Deswegen habe ich das in der Vergangenheit ja auch öfter angesprochen und auch im Ausschuss öfter darum gebeten und Verbesserungen gefordert. Die zweite wesentliche Neuerung ist die Förderung der Wiederaufforstung nach Extremwetterereignissen. Und jeder, der sich gelegentlich im Wald aufhält, stellt ja auch fest, dass die hessischen Wälder in einem schlechten Zustand sind. Da freut man sich dann über den Regen. Und das ist die Folge von mehreren Jahren Dürre, von zu trockenen Sommern und auch der daraus resultierenden Borkenkäferplage. Bei der Extremwetterrichtlinie waren und sind private und kommunale Waldbesitzer förderfähig. Und genau da gehört das Geld dann auch hin. Denn für die eine oder andere Kommune ist die Situation des Waldes ein großes Problem, wenn sie nämlich einen wesentlichen Teil der Einnahmen aus dem eigenen Forst bezogen hat. Und bei den privaten Waldbesitzern ist die Situation natürlich auch nicht besser. Ich habe mir die Extremwetterrichtlinie dann auch noch einmal angeschaut, auch mit der letzten Fassung verglichen. Und ich bin sogar noch auf eine dritte Neuerung gestoßen, die Herr Frömmrich in der Pressemitteilung vergessen hat zu erwähnen. Geht's gar nicht, ja. Die dritte wesentliche Neuerung der neuen Extremwetterrichtlinie, und damit bin ich weniger zufrieden, ist nämlich jede Menge neue Bürokratie. Denn die Zuwendungsvoraussetzungen in Ihrer Richtlinie, die haben Sie vervierfacht. Viermal so viele Voraussetzungen, viermal so viele Hürden für die Förderung, könnte man auch sagen. Und das ist natürlich nicht das, was ich meinte, wenn ich in der Vergangenheit unbürokratische Hilfen für die Waldbesitzer gefordert habe. Unbürokratische Hilfe geht dann anders, aber geschenkt. Ja, ganz ohne Spitzen geht es nicht, mein Lieber. Zurück zum eigentlichen Thema der Förderung der Waldbesitzer, die unverschuldet und durch Extremwetterereignisse in eine schwere Situation gekommen sind. Dass es jetzt eine Förderung gibt für Wiederaufforstungsmaßnahmen und auch für Verkehrssicherungspflichten, das ist an sich natürlich begrüßenswert, habe ich schon gesagt. Es ist aber auch kein Zufall, dass wir über dieses Thema sprechen. Es ist auch nicht die brillante und exklusive Erkenntnis der Landesregierung, die uns diese neue Richtlinie beschert haben. Denn die Anpassung der Richtlinie ist die Folge des neuen GAK-Rahmenplanes. Der wird nämlich gemeinsam von Bund und Ländern für den Zeitraum einer vierjährigen Finanzplanung aufgestellt.
Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die beiden Neuerungen, über die wir heute sprechen, schon genauso von anderen Bundesländern eingeführt wurden. Und kritisch fragen könnte man aber, warum die angesprochenen Fördermöglichkeiten z.B. in Niedersachsen schon seit über einem Jahr gelten. Also seit über einem Jahr wird in Niedersachsen die Wiederaufforstung im Rahmen der dortigen Kalamitätsrichtlinie gefördert. Die hessische Richtlinie ist zwar schon seit 2019 in Kraft getreten, aber der Punkt Aufforstung fehlte eben. Das haben wir ja auch kritisiert. Und jetzt kann man argumentieren, dass die Wiederaufforstung aufgrund der Trockenheit ja sowieso gescheitert wäre, aber die Hauptsaisons, in denen gepflanzt werden kann, also im Herbst und im Frühjahr, und das wäre dann Herbst 2020 und jetzt im Frühjahr 2021 gewesen, die haben Sie verpasst. Und doch, das ist so. Das allein ist noch keine Katastrophe, denn es muss ja auch in der Tat auch mal erst mal das Schadholz beseitigt werden. Aber dann hier in der Aktuellen Stunde so zu tun, als hätten die Grünen das Rad neu erfunden, das ist dann doch etwas zu viel. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Knell. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Papst-Dippel für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Den ökologischen Waldbau gab es am Ende des 19. Jahrhunderts von der Idee bereits. Zu nennen sind hier z.B. die Namen von Prof. Karl Geyer und Alfred Müller. 1950 wurde die Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft gegründet, die nach dem Krieg und den Reparationshieben den schlechten Zustand des Waldes beheben wollte. Das Grundprinzip ist es, über einen Mischwald mit hoher Biodiversität Stabilität und Resilienz zu fördern. Flächendeckend wird spätestens seit 1990 und den Stürmen Vivien und Wiebke ein stabiler Wald möglichst ohne Reinbestände angestrebt. Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt übrigens aus dem Bergbau. Der Oberberghauptmann Hans von Karlowitz schrieb schon 1713 ein Buch zur nachhaltenden Wirtschaft in Bezug auf die Forstwirtschaft. Die einfache Formel ohne Holz kein Bergbau veranlasste die Bergleute damals, den Wald der Umgebung schonend zu nutzen. Angeklungen ist der Begriff der Nachhaltigkeit auch schon vor fast 500 Jahren mit der Gründung der Stiftungen um die Landeshospitäler Heiner und Merxhausen mit dem Stiftungsforst Heiner. Laut Gründer sind die Stiftungen auf ewig zu erhalten. Der Stiftungsforst wird seit den 1980er Jahren naturgemäß bewirtschaftet. Ein berühmter Arzt aus heute Bad Arolsen, der Chirurg Prof. August Bier, hat sich 1912 unter anderem mit der Verbesserung des Bodenlebens befasst und einen herabgewirtschafteten Kiefernreinbestand des Waldgutes Sauen in einen standortgerechten Mischwald mit schützendem gestuften Waldrand umgewandelt. Es dauert übrigens mindestens 70 Jahre, also ein Menschenleben oder zwei Förstergenerationen, bis ein Wald zum stabilen Mischwald umgewandelt werden kann. Ein stabiler Mischwald ist ein robuster Wald, der kurzfristig dem Wetter mit seinen wechselnden Phänomenen und langfristig etwaigen Klimaänderungen trotzen kann. Ein Mischwald hält Bodenfeuchte und bietet vielen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. Kurz, er ist stabil gegenüber biotischen und abiotischen Einflüssen. Die Notwendigkeit für den stabilen Mischwald ist also letztendlich eine Risikoverringerung bei der Waldbewirtschaftung. Gerade nach den Schadereignissen der letzten Jahre können die Freiflächen bei der Wiederbewaldung mit Mischwald bestückt werden. Das ist eine Chance. Naturverjüngung im Zusammenspiel mit konsequenter Bejagung und Pflanzungen, sogar Ausbringung von Saatgut, sind offenbar in vollem Gange. Der Waldbestand wird gepflegt und mit Gefühl für den Standort und die Auswahl der Baumarten umgebaut. Die Förderungen für Waldbesitzer nach Extremwetterereignissen begrüßen wir natürlich ausdrücklich. Ich bin noch beeindruckt von der geleisteten wissenschaftlichen Arbeit und den ungeheuren Datenmengen, die sich auch in Risikokarten für die Baumartenwahl und standortspezifische Boden- und Witterungsbedingungen finden. Hier sollten immer wieder die Erfahrungen der Förster vor Ort einfließen, denn das Geschehen unterliegt einer hohen Dynamik und muss für ständige Änderungen offen sein. Es gibt nur einen Kritikpunkt, den ich hier aus Sicht der AfD anbringen muss. Sie werden es erraten, ich meine das Klima.
Fakt ist, dass die Temperaturprognosen von 1988 von Hansen sich im Vergleich zur Beobachtung als um das Dreifache zu hoch erwiesen. Wenn die Prognosen aus Modellberechnungen des letzten Jahrhunderts so stark von der Realität abweichen können und sich eine Abkühlung anbahnen sollte, wie mein Kollege eben beschrieben hat, dann muss das gerade bei der Auswahl der Baumarten berücksichtigt werden. Ich hoffe, dass Aussagen wie, ich zitiere, im Sommerhalbjahr fällt künftig wohl weniger Regen, gleichzeitig steigen mit den höheren Temperaturen die Verdunstung und der Wasserbedarf der Bäume, dass solche Aussage der erwähnten dynamischen Anpassung der Baumartenwahl bei einem anderen Szenario nicht im Wege stehen. Insgesamt werden ja auch die bewährten Baumarten weiterhin gewählt, bereichert durch etliche standortgerechte Mischwaldbaumarten. Die vielen Versuche mit nicht heimischen Baumarten, die ich z.B. aus dem Kaufunger Wald kenne, wird man jetzt auswerten. Gut, dass es schon immer mutige, andersdenkende und experimentierfreudige Forstexperten gab. Nur mit der Bereitschaft, die Erkenntnisse der Vergangenheit und die neuesten Beobachtungen mit den Erfahrungen der Praktiker vor Ort übereinzubringen, wird ein zielgenauer Waldumbau möglich sein. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Papst-Dippel. Nächste Rednerin ist die Abg. Lena Arnold für die Fraktion der CDU. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Unsere Wälder sind erstaunliche Ökosysteme, die in ihrer heutigen Form in erster Linie das Ergebnis sind von Mechanismen zur Selbstregulierung auf der einen Seite und einer forstlichen, nachhaltigen Bewirtschaftung auf der anderen. Dabei werden der Wald mit seiner Selbstregulierung und die Forstwirtschaft immer wieder vor Herausforderungen gestellt, die sich durch besondere Ereignisse ergeben, seien es Waldbrände, seien es Schädlinge oder beispielsweise auch Auswirkungen von Extremwetterlagen. 2020 war das dritte Jahr in Folge, in der die Niederschläge unterdurchschnittlich ausgefallen sind in Verbindung mit außergewöhnlich warmen Temperaturen. Und die Folgen für unsere Wälder sind selbst für Laien mehr als deutlich sichtbar. Braune Nadelbäume mit wenigen oder fast gar keinen Nadeln, große Kahlflächen durch den Einschlag der vom Borkenkäfer befallenen Bäume und die vielen Polter entlang der Forstwege sind ein deutliches Zeugnis davon, dass es um den Wald nicht gut bestellt ist. Und die jährlichen Statistiken im Waldzustandsbericht untermauern diese Beobachtungen leider sehr eindrucksvoll. Dem hessischen Wald geht es so schlecht wie noch nie. Schnelle Hilfe ist also notwendig. Und ein wichtiger und großer Schritt zum Erhalt der hessischen Wälder ist das Maßnahmenpaket, welches wir im Rahmen unseres 12-Punkte-Plans für den Wald der Zukunft in Hessen bereits beschlossen haben. Die Kombination von kurz-, mittel- und auch langfristigen Maßnahmen leisten einen wertvollen Beitrag zur akuten Schadensbewältigung und darüber hinaus auch für den Wiederaufbau und zur Klimaanpassung unseres Waldes. Dabei geht es um die Beseitigung der akuten Schäden, genauso wie um Prävention für die Zukunft und den nachhaltigen und klimastabilen Umbau unserer Waldbestände. Und alle 12 Punkte befinden sich bereits in der Umsetzung. Von der Unterstützung der Waldbesitzer bei der Beseitigung der Kalamitätsschäden über Förderung zur Verkehrssicherung bis zur Erarbeitung eines Wiederbewaldungsprogramms. Und kürzlich, wir haben schon darüber gesprochen, wurde die Extremwetterrichtlinie veröffentlicht, die mit großzügigen Fördersätzen bis zu 95% und einem aus unserer Sicht doch sehr unbürokratischen Verfahren Hilfe und Unterstützung leistet. Räumung der Flächen, Waldschutz für die Zukunft und Neuaufbau der geschädigten Flächen werden dabei zusammengedacht. 200 Millionen Euro wird Hessen allein mit diesem Hilfsprogramm in den Wald investieren und viele wichtige Bausteine auf dem Weg zu einem langfristig gesunden und stabilen Wald sind zudem in dem 12-Punkte-Plan enthalten oder übergreifend damit verknüpft. Ein Bestandteil des Plans ist unter anderem auch die Anpassung des Personalkonzepts bei Hessenforst mit der Einrichtung von 220 zusätzlichen Stellen.
Denn als waldreichstes Bundesland und auch größter Waldbesitzer in Hessen ist unser Bundesland selbst stark gefordert. Unser Dank gilt an dieser Stelle daher besonders unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landesbetrieb, welche sich um die Umsetzung der Pläne vor Ort in den Wäldern kümmern. Und dieser Dank gilt natürlich ebenso auch den privaten Waldbesitzern. Sie sind in dieser Situation ebenso stark gefordert und sorgen auch mit ihrem Einsatz dafür, dass uns als Gesellschaft der Wald mit seinen Funktionen im Klimaschutz, beim Artenschutz und als Lebens- und Erholungsraum erhalten bleibt. Ein weiteres wichtiges Zeichen der Unterstützung und Wertschätzung ist daher auch die Waldbauprämie der CDU-geführten Bundesregierung und unserer Bundeslandwirtschaftsministerin. Mit 500 Millionen Euro werden die Waldbauern unterstützt, damit sie die besonderen Herausforderungen und das Hilfs- und Investitionsbedürfnis im Wald auch stemmen können. Und neben den vielfältigen und unverzichtbaren Funktionen für die Natur und die Gesellschaft birgt unser Wald auch ein hohes Potenzial, wir haben heute schon darüber gesprochen, für den Umwelt- und den Klimaschutz. Und damit er erhalten bleibt, ist ein solch entschlossenes Handeln mit großen Investitionen, wie wir es hier an den Tag legen, notwendig und richtig. Um es abzuschließen, der Wald braucht uns und wir brauchen den Wald. Packen wir gemeinsam an. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Arnold. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Scheuch-Paschkewitz für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, verehrte Gäste an einem Livestream. Nach dem neoliberalen Umbau, bekannt als Operation Düstere Zukunft, auch in der hessischen Forstwirtschaft durch Roland Koch, hat es fast 20 Jahre gedauert, dass ernsthafte Schritte hin zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Nutzung unserer Wälder gegangen werden. Die Ökonomisierung des Waldbaus wurde nicht von Roland Koch erfunden, aber er war es, der von Hessenforst durch den Holzverkauf Gewinne für die Staatskasse sehen wollte. Es wurde mehr Holz als vertretbar aus den Wäldern entnommen und auch noch der Rotstift beim Personal angesetzt. Die zahlreichen ökologischen Leistungen unserer Wälder, wie die CO2-Senkung, Grundwasserneubildung, der Bodenschutz, Luftreinhaltung und Biodiversität, fanden sich nur in den Broschüren zur Nachhaltigkeit, nicht aber in den Wirtschaften von Hessenforst wieder. Eine Wende hin zu einer ökologisch nachhaltigen Forstwirtschaft ist schon lange überfällig. Es brauchte erst die vertrockneten und brennenden Wälder, bis ein vorsichtiges Umdenken und Maßnahmen erfolgten. Der Tanker Waldbau wendet sich langsam, wobei der genaue Kurs bis jetzt nicht bekannt ist. Wie genau der klimarobuste Wald der Zukunft aussehen soll, ist nicht geklärt und kann vielleicht auch nicht geklärt werden. Sind die regional verfügbaren Arten von Buche und Eiche in der Lage, die Klimaveränderung zu überstehen, oder sollten wir besser auf mediterrane Arten zurückgreifen, die dieses Potenzial bereits unter Beweis gestellt haben? Ist es aus Gründen der Klimastabilität von Wäldern sinnvoll, Bäume aus ganz anderen Regionen der Erde zu kultivieren, oder greifen wir zum Schutz der heimischen Biodiversität besser auf Arten der angrenzenden Regionen zurück? Sicher ist, dass die Holzproduktion für die kommenden Jahrzehnte nicht ausschlaggebend für den Waldbau sein darf. Das haben noch nicht alle verstanden, und bei allen Bemühungen der Landesregierung vermissen wir hier die Entschlossenheit der Umweltministerin,
dies allen WaldbesitzerInnen deutlich zu machen. Für den Klima- und Ressourcenschutz muss der Holzeinschlag notfalls auch für private Wälder reguliert werden, meine Damen und Herren. Holz wird ein immer wichtigerer Rohstoff, zum Beispiel als Baustoff. Gebäude aus Holz sind ein guter CO2-Speicher, dass wir aktuell aufgrund der Noternte der Fichten viel Holz haben, ist ein Strohfeuer. Die regionale Produktion kann schon jetzt die Nachfrage an Laubhölzern nicht mehr befriedigen. Aufgrund unserer Konsumgewohnheiten ist Europa nach China der zweitgrößte Waldvernichter. Wir fordern die Landesregierung auf, sich der Forderung nach einer entwaldungsfreien Lieferkette, da gibt es einen interessanten Artikel der Frankfurter Rundschau vom 4.4. diesen Jahres, anzuschließen. Wir müssen endlich unsere Hausaufgaben machen. Der Waldumbau ist nur ein Teil davon. Wir müssen sparsam mit der Ressource Holz umgehen. Wir brauchen ein besseres Holzrecycling, bei der die Holzverbrennung zur Energiegewinnung ganz am Ende stehen muss. Auch hier fehlt leider die Weichenstellung durch die Landesregierung. Das Baurecht muss geändert werden, die notwendige Technologie muss gefördert werden, die Infrastruktur der Gemeinden für das Recycling aufgebaut werden. Wir erwarten auch, dass sich die Landesregierung gegen Subventionen für Biomassekraftwerke, die Primärholz verwenden, einsetzt. Wer den Wald schützen will, muss auch das Holzrecycling aufbauen. Und was an keiner Stelle fehlen darf, meine Damen und Herren, wenn Grüne aus Hessen über Waldschutz und ihr Engagement für den Klimaschutz sprechen. Wer heute noch Wälder für neue Autobahnen abholzen lässt, um damit die eigene Regierungsbeteiligung zu sichern, hat seine Glaubwürdigkeit für den Klimaschutz verspielt. Und Ceterum censeo, der Weiterbau der A49 muss gestoppt werden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Heinz Lotz für die Fraktion der Sozialdemokraten. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Titel der Aktuellen Stunde ist: Hessen fördert zielgenau den Waldumbau für einen klimarobusten Wald der Zukunft. Ja, das ist notwendig, meine Damen und Herren, und das unterstreichen wir auch. Ganz zu Beginn möchte ich Ihnen aber ein neues Sprichwort der Koalition ins Stammbuch schreiben. Und das heißt, Worte pflanzen keine Bäume. Und Ministerin Hinz ist Meisterin der Worte. Und genau das befürchte ich auch bei diesem Antrag. Sehr geehrte Damen und Herren, den wievielten Antrag zum Waldumbau diskutieren wir hier eigentlich? Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Dem hessischen Wald könnte es bereits aus unserer Sicht viel besser gehen, wenn wir endlich einmal weniger reden und mehr handeln würden. Und das gilt ja nicht nur für den Waldumbau. Exakt die gleiche Geschichte haben wir mittlerweile bei dem Stichwort Wolf, bei der Ökomodellregion oder, wie eben gesagt, beim Wald. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem Frau Umweltministerin Hinz uns in ihre Gedanken einweiht. Das ist ein großartiger Tag, denn dann werden wir wesentlich kürzere Debatten über das Für und Wider verschiedener Maßnahmen führen müssen. Und ich finde es schon interessant, dass eine Aktuelle Stunde zum Waldumbau ausgerechnet auch von den Grünen,
deren Ministerin den Kampf gegen den Borkenkäfer mal eben Ende vergangenen Jahres ausgesetzt hat und den Stellenabbau bei Hessenforst kontinuierlich gefördert hat. Jetzt wird auf einmal von einem Stellenaufwuchs gesprochen, wo wir in den vergangenen Jahren ein Drittel der Mitarbeiter von Hessenforst abgebaut haben. Aber, meine Damen und Herren, hier reden wir uns schon seit langer Zeit den Mund fusselig. Aber ich wiederhole mich gerne, Nichtstun ist kein Konzept, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nichtstun pflanzt auch keine Bäume. Das Einzige, was nichts tun kann, ist nichts zu tun. Nehmen wir beispielsweise auch noch mal, und ich gehe noch mal darauf ein, das Personal. Hier wurde ein Drittel abgebaut, ich habe es eben schon gesagt, aus der Belegschaft weggekürzt. Heute wird von 225 Stellen Aufwuchs gesprochen. Und erst jetzt, wo uns Dürre, Sturm und Schädlingsbefall zum Handeln zwingen, ist zumindest dieser Stellenabbau momentan gestoppt. Und das natürlich auch erst auf Druck der Opposition. Ja, da können Sie lachen, aber die Opposition hat das schon immer gefordert. Ich zum Beispiel habe auch schon immer dem 2025-Plan widersprochen. Den Nachwuchs haben wir aber dadurch, durch diese Politik, größtenteils für Hessen verbrellt. Allein die Tatsache, dass den drei forstlichen Bildungszentren, dass von den drei zwei geschlossen wurden und die Möglichkeit der Verbeamtung abgeschafft wurde, jetzt haben sie sie wieder eingeführt, das fällt uns heute alles auf die Füße. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Förderung in der Extremwetterrichtlinie, wie Sie sie jetzt vorgelegt haben, ist in Ordnung. Die kann nur jeder unterstützen. Aber auch beim Umgang mit den Waldbesitzern sehe ich persönlich erhebliche Defizite. Denn das Ausmaß der Schäden übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der meisten Waldbesitzer. Und die Richtlinie dafür kommt aus unserer Sicht viel zu spät, weil schlichtweg auch die Pflanzzeit jetzt im Frühjahr vorbei ist. Sie können erst in einem halben Jahr dann im Herbst wieder pflanzen. Und ich glaube, damit haben wir jede Menge Zeit verloren und die wir hätten gewinnen können. Zeit ist ein gutes Stichwort, Kollege Lotz, denn die Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident, mit dem letzten Satz. Wir glauben, nichts tun pflanzt nun mal keine Bäume. Und von zielgenau, meine Damen und Herren, sind wir ganz abgesehen davon noch meilenweit entfernt. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Heinz Lotz. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Hinz. Ich werde es versuchen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich weise jetzt mal meine Gedanken ein. Das mache ich zwar eigentlich immer, wenn ich hier rede, habe ich den Eindruck. Aber gut, an manchen geht es anscheinend vorbei. Ich versuche es jetzt noch einmal ein bisschen deutlicher. Ja? Okay. Meine Damen und Herren, dem Wald geht es tatsächlich schlecht. Und wir haben seit 2018 drei extrem trockene Jahre, nicht nur trockene Sommer, sondern trockene Jahre mit den entsprechenden Extremwetterereignissen. Wir können das auch überall sehen, kahle Flächen, abgestorbene Bäume durch Schadinsekten, durch Krankheiten. Und
Es ist schon traurig, wenn man in den Wald geht, wie der ausschaut. Und jeder und jede, die gerne sich im Wald aufhält. Also ist das wirklich ein Problem. Wir haben allein im Jahr 2020 im Hessischen Wald 8,4 Millionen Festmeter Nadelschadholz gehabt. 8,4 Millionen. In normalen Jahren würden nur 2,5 Millionen Festmeter Nadelholz eingeschlagen. Das zeigt, vor welcher katastrophalen Situation wir stehen. Und wir haben bereits frühzeitig im Jahr 2019, Herr Lotz, hören Sie gut zu, auch das waren nicht nur Gedanken, sondern das war sogar ein Konzept, eine Idee, ein Plan der Hessischen Landesregierung, nicht nur aufgeschrieben, sondern erläutert, vorgetragen, diskutiert hier im Parlament. Also die Ideen müssen irgendwie doch mal bei Ihnen angekommen sein. Wir haben jedenfalls mit einem 12-Punkte-Plan zur Wiederbewaldung reagiert. Leider habe ich von Ihnen heute keine Idee gehört, wie eigentlich der Wald der Zukunft in Hessen aussehen soll. Also, vielleicht kann man das mal rumdrehen, das Bild, und vielleicht könnten Sie mal was in der Diskussion dann beitragen. Der 12-Punkte-Plan umfasst natürlich Förderungen und Entlastungen für Privat- und Kommunalwaldbesitzende sowie die personelle Verstärkung des Landesbetriebs Hessenforst. Auch das ein wichtiger Punkt. Aber wir haben z.B. auch 12 Millionen € bereitgestellt, um die Beförsterungsbeiträge zu reduzieren, damit die Waldbesitzenden auch die Möglichkeit haben, in Wiederbewaldung zu investieren. Weil das ist ja wichtig, dass wir auch die Waldbesitzenden nicht überfordern, gerade jetzt, wo sie auch wenig Einkommen generieren können aufgrund der prekären Lage auf dem Holzmarkt. Und hier versuchen wir natürlich, alle Waldbesitzarten auch zu unterstützen. Wir haben Klimarisikokarten erstellen lassen bei der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Und damit können alle Waldbesitzenden und die Försterinnen und Förster erkennen, zielgenau, flächenscharf, auch vor Ort, auf welchen Standorten welche Baumarten sich am besten eignen. Das ist gerade jetzt besonders wichtig, weil die Wiederbewaldung jetzt so langsam losgeht. Es findet ja auch Naturverjüngung statt, das ist wichtig. Es gibt Vorwald, aber es muss auch die Wiederbewaldung aktiv vorangetrieben werden. Und da muss man in etwa wissen, damit man nicht wieder reinläuft in so einen Kreislauf. Also beim nächsten Sturm werden in 30 Jahren wieder die ganzen Fichten irgendwie umgehauen. Muss man wissen, was ist standortgerechte Baumwahl, am besten heimische Baumsortenwahl und in welcher Zusammensetzung bringen wir sie ein, weil wir wollen einen vielfältigen Mischwald in Hessen und das nicht nur im Staatswald, sondern natürlich auch im Privat- und Kommunalwald. Frau Ministerin, die Fraktionsredezeit ist abgelaufen. Ja, wir haben das Forstamt Hof Biber als Forstamt Biodiversität und das Forstamt Burgwald als Forstamt Klimaschutz ausgewiesen. Da werden wir die Auswirkungen auf Klima und auch auf die Ökologie werden wir überprüfen, um das dann auch in diese Waldentwicklungsziele für den Wald der Zukunft einzubringen. Und die Waldbesitzenden unterstützen wir nicht erst seit diesem Jahr, sondern seit 2019 durch die Extremwetterrichtlinie sogar rückwirkend. Und jetzt haben wir noch einmal zusätzlich auch die Verkehrssicherungspflicht
als Thema eingeführt. Und das ist gerade für die kleinen Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen ganz besonders wichtig aus meiner Sicht. Hier haben wir die Waldentwicklungsziele, die zwischen uns, Hessenforst, der Nordwestdeutschen Versuchsanstalt und dem Waldbesitzerverband entwickelt wurden, auch zur Grundlage gemacht für diese Extremwetterrichtlinie. Insofern ist die Kooperation hier hervorragend. Und wir wissen, dass die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer auf diese Extremwetterrichtlinie bauen, dass sie darauf setzen. Und wir hoffen, dass der Wald der Zukunft ein klimastabilerer und ein ökologischer Wald ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir sind damit am Ende der Aussprache. Die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 52, ist damit abgehalten.